Kein Risiko eingehen. Ah, noch sieht's gut aus. Und da ist das Lager. Sehr schön. Wir schmeißen erstmal die Kohle rein. 1, 2, 3, 4, 5. Da wir bisher dafür noch keinen anderen Zweck gefunden haben, soweit ich mich erinnere. Wir hatten einmal versucht, es zu verforschen. Aber das brachte irgendwie nur 1, 2 Punkte. Macht also nicht wirklich viel Sinn. So, du bist klein, aber du bist im Weg. So. Ja. Das Holz machen wir mal zu Brettern. Davon brauchten wir ja 6 oder 8 Stück. Ja, du hast keinen Platz. Ich weiß. So. Essen brauchen wir nicht wirklich viel. Die Fackel lege ich mal auf den Boden. Gut, er legt sie nicht brennend auf den Boden. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. So, die Bretter kommen mit. Das ganze Holz kommt mit. So, für die Tannenzapfen haben wir Platz. Ja. So, ein schön großer Baum. Den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Warum ist der jetzt zerfallen? Der war doch groß. Okay, was mit dir? Zerfällst du auch, oder? Nö. 1, 2, 3, 2 Tannenzapfen. Das ist Standard gewesen. Komischer Baum. Na gut. Neue Axt. Schon sind wir auf 9 Flint wieder runter. Aber ich hoffe mal, dass wenn wir durch den Sumpf durchkommen, wir irgendwann zu einer Insel kommen, wo es jede Menge Steine gibt. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich eine Insel mal gefunden hatte, wo wirklich überall Steine waren. Da hätte man sich echt totminern können. So, und bauen wir nochmal 1, 2 Bretter. 1, 2. So, es fehlt glaube ich nur noch ein Holz. Das holen wir uns mal da hinten. Und gleich haben wir auch wieder Tag. Dann schnappen wir uns noch 5 von den Bärenbüschen und machen uns wieder auf den Weg nach Hause. So, komm schon, wer Tag. Die können auch noch mit. Und 1 von den Essen esse ich mal. Okay, 2. So. Eine Notreserve bleibt noch hier. Der Rest kommt mit. So, Bärenbüsche, da unten. Schaufel. Haben wir gar keine mehr. Und wir haben auch keinen Platz dafür. Ja. Komm, wir stellen jetzt mal die Bretter her. Die letzten 2 Holz lassen wir da. Wir haben auch wirklich keine Schaufel. Nein. So. Es wäre definitiv sehr, sehr schön, wenn wir mit der neuen Forschungsmaschine Rucksäcke bauen könnten. Auch wenn wir dafür garantiert Seide brauchen. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann echt, die Spinnen anzugehen. Aber dafür brauchen wir viel, viel mehr Gras, um die Fallen zu bauen. Denn ich will es nicht wie letztes Mal haben, dass dann da plötzlich viel mehr rauskommen, als ich eigentlich dachte. Letztes Mal waren das ja 4 Stück oder so. So, 2 Bärenbüsche können noch mit. Du. Und ist unterwegs noch einer? Nee, aber da oben ist einer. So nordöstlich ungefähr. Hier irgendwo, genau da hinten. So. Also, wir haben 10 Grassohlen, 10 Bärenbüsche. Die können wir alle schön anpflanzen. Wir haben die Bretter, um die bessere Maschine zu bauen. Und langsam keinen Flint mehr. Aber da können wir uns morgen oder übermorgen drum kümmern. Sagt die Karte. Karte sagt, wir können da auch noch gucken. Die dritte Insel fand ich irgendwie komisch. Weil bei unserer ersten Welt war die dritte Insel ja die Sumpfinsel und nicht wie hier die vierte Insel. Aber ja, vielleicht ist da ja auch noch irgendwas Außergewöhnliches in der Mitte. Aber wichtige Sachen zuerst. Zum Beispiel, was gibt es eigentlich noch für neue Hüte? Die
den Büffelhut. Aber da brauchte man 16 Büffelleder für. Das werde ich nicht machen, bevor wir nicht erstmal eine neue Rüstung haben. Und zweitens sichergestellt haben, dass die Büffel auch wirklich respawnen. Sonst hätten wir ein Problem, was den Dünger angeht. So, nicht bauen. Nein, 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 nein. Wir wollen zurück zum Lager. Also ein wenig nach Nordwesten. Und dann nach Westen. So, Stöckchen haben wir auch nur noch 7. Ah, nicht ausbuddeln. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. So. Samen wir auch mal mit. Eventuell sollten wir nochmal versuchen rauszufinden, ob es irgendeine alternative Möglichkeit gibt, an Samen ranzukommen. Also zum Beispiel den Yaks Beeren geben, die sie dann verdauen und irgendwelche Samen da lassen. Das wird Sinn machen. Und so sind wir nicht auf die zufälligen Vögel angewiesen. Also die zwar recht viel liefern, aber ich weiß ja nicht, wie viel wir später brauchen. So. Kohle, komm mit. Da ist doch schon mal ein Yak. Isst du eine Beere von uns? Nö. Isst du einen Bärenbusch von uns? Nö. Grassohle? Nein. Gras? Nein. Kohle? Nö. Okay, soviel zu der Theorie. Also, Bärenbüsche anpflanzen. Hier haben wir schon 3 Stück. Jetzt laufe ich mal einen ganzen Bildschirm weiter. Und baue hier 5 Stück an. Auch ruhig richtig beieinander, das ist erstmal egal. So. Jetzt laufe ich wieder einen ganzen Bildschirm weiter. Und baue hier die nächsten 5 an. So weit dürfte das Feuer auf keinen Fall sich ausbreiten. Die müssen zwar jetzt noch alle einmal gedüngt werden. Also mindestens einmal. Wir wissen nicht, wie lange der Dünger hält. Vielleicht produzieren die jetzt auch nur 4 oder 5 Beeren und müssen dann neu gedüngt werden. Aber ja, das wird schon einmal gedüngt. Und du, du und du, du auch. Das Gras. Buddel das Gras hier nochmal aus. Mach jetzt hier eine kleine Graskolonie aus, sagen wir mal. Oh, das ist das falsche Gras. Machen hier jetzt eine kleine Graskolonie aus, sagen wir mal, 10 Stücken Gras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und laufen jetzt irgendwo nicht zu den Bärenbüschen, nicht zu den anderen Bärenbüschen. Irgendwo ganz anders hin, sagen wir mal. Hier. Und pflanzen hier auch 10 an, wenn wir ihn später genug haben. So. Ah, das klingt doch taktisch so weit, so gut. Wir haben kein Holz zum Verbrennen, also werfen wir mal 5 Kohle rein. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt haben wir 6 Bretter. Waren das 6 oder 8 Bretter? 8 Bretter. Ah, okay. Dann gehen wir noch mal ein wenig Holz hacken. Da unten ist ein ganz großer. Ich nehme die letzten Sonnenstrahlen doch mal mit. Wir brauchen jetzt noch 12 Holzblöcke. Und dann haben wir endlich die neue Maschine. Das dürften wir hinbekommen in dieser Nacht. Chop, 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 chop. Wenn nicht wieder irgendwo ein Baum rausspringt. So. Nee, nee, nicht den Vogel jagen. Komm, schön hier bleiben. Oh, 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 das wird zu dunkel. Ah, noch geht's. Aber ich höre da so ein Knurren. Oh, das war unser Magen. Ja. Rote Anzeige blinkt und so weiter. Was haben wir denn da? Wir können Beeren kochen. Jede Menge. Das machen wir nochmal. So, das reicht auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schön. So, wie viel Holz haben wir? 9 Stück. Da hacken wir doch mal 1, 2 von den kleinen. Oh, der ist schön groß.
Ah, ist aber knapp an der dunklen Grenze. Und das Feuer könnte ausgehen. Also schmeiße ich lieber nochmal eine Kohle da rein. Das Feuer auch schön weit brennt. Und bastel mir fix eine neue Axt. So. Chop, chop, chop. So. Eins, zwei, drei. Den Rest sammle ich ein, wenn es da nicht so dunkel ist. Und die letzten zwei Bretter schnell hergestellt. Eins, zwei. So, wir brauchen noch das Gold und die Steine. Da ist das Gold. Beim Essen, komischerweise. Die können alle dahin. Samen brauchen wir gleich zum Neueinpflanzen. Und die Beeren sollten wir dabei haben, um was zu essen zu haben. Ja, so ist okay. Also wir hätten jetzt gerne... Nicht das, sondern... Ah, die 500 Forschungspunkte fehlen noch. Stimmt, da war was. Ja, also das Ganze zurück. So. Dieses Büffelhaar kommt mit in die Biokiste. Und wir sollten ein paar Samen sehen. Ja, das macht Sinn. Da rein. Was wir jetzt auch machen sollten, ist einmal die Grasbüschel abfarmen. Und dann ein wenig Dünger sammeln. So. Und noch mehr Holz hacken für eine zweite Rüstung. Beziehungsweise eine neue Rüstung. So, dich und dich. Und ja, die wachsen alle gerade richtig schön groß. Es gibt jede Menge Holz. Auch wenn allein schon die ganzen Baumstumpen hier genug Holz die geben dürften. Ich war ja doch recht fleißig, was das Bäumehacken angeht. Und Tag 20. Sehr gut. So. Du, was braucht man für die Holzrüstung? 8 Holz und 4 Seile. Ah, da ist der Haken. Das heißt 24 Gras. Und Gras brauchen wir eigentlich auch für die Fallen. Und oh, na gut. Nicht murren, einfach weiterhaken. Bei dem hier, der ist auch schon groß. Ja. Wir haben inzwischen ziemlich viele Tannenzapfen. Eventuell sollten wir anfangen, die zu verfeuern, anstatt Kohle oder Holz. Obwohl wir Kohle ja auch eine Menge haben. 7% haben wir jetzt. Okay, wir verlieren 2% bei der Axt, wenn wir einmal eine Kohle rausholen. Jetzt haben wir noch 1%. Schaffen wir es trotzdem? Okay. Und nur noch 6 Flint. Beziehungsweise 5 Flint. Das sollte echt unsere nächste Priorität werden. Neue Steinvorkommen finden. So. Dünger. Das eine Feld düngen. Nö. Das eine Feld pflanzen. Nö, hatten wir auch schon. Gut. Also hier scheint sich... Da könnte sich ein Stein verstecken. Ich sehe sowas Weißes. Könnte aber noch eine Grabkammer sein oder ein Grabstein. Gucken wir mal kurz hin. Und wenn da keins ist, dann verbringen wir den Rest des Tages damit, noch irgendwelche Ressourcen zu sammeln, die wir eh immer brauchen können. Wie zum Beispiel einen Beerenstrauch. Und gehen dann morgen auf die dritte Insel. Und schauen, ob da irgendwo Steine sind. Wir sollten auch Steine mit zur dritten Insel nehmen, um da schon mal ein drittes Basislager für wesentlich später vorzubereiten. Einfach nur, damit wir es schon mal gemacht haben. So, hier ist irgendwo der Stein. Und ja, es ist ein richtiger Stein. Sehr schön. So. Top. Was lassen wir dafür da? Wir lassen dafür da den einen Busch. Und Gold. Heißt, wir brauchen noch mehr Platz. Wir lassen da den Dünger. Der ist ja erneuerbar. Das ist vertretbar. So, falsch gedreht.
So war richtig. So, alle Ressourcen schön nach Hause bringen. Wie viele Stöcke haben wir noch? 12. Das ist genug eigentlich. So, 14 reicht. Eventuell könnten wir noch einen zweiten Trip machen, um noch mehr Grassohlen zu holen. Weil das dauert so doch ziemlich lange. Und wir werden immer wieder neue Rüstung brauchen, so wie ich mich kenne. Komm schon, die Samen wollen wir haben. So. Weil ja, bis die paar spärlichen Haufen hier nachgewachsen sind, da war das eine ganze Ecke. Ja, werden wir nicht drum rumkommen. Aber das machen wir nicht morgen. Morgen gucken wir jetzt noch die dritte Insel, um Steine zu finden. So, bis dahin kommt aber das Gold. Erstmal da rein. Die Steine dahin. Flint kommt dabei, ist okay. Das müssen wir noch nicht feuern. Und oh, das Gras wächst gerade. Sehr schön. So viel dazu, dass es viel zu lange dauert. Und wir wollten mal gucken, wie lange die Tannenzapfen halten. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich gehe jetzt einfach mal. Ups. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie so, genauso lange halten wie ein Grasbüschel. Also müsste das Feuer jetzt die ganze Nacht durchbrennen. So. Stöckchen nehmen wir auch noch alle mit. So, nicht den Jack anklicken. Sehr schön. Tanzsaffen kommt auch noch mit. Und die Bärenbüsche sind voll. Ah. Oh. Speer. Die verstecken sich neu und fressen die Bären auf. Das ist ja. Und er ist weg? Ah, der ist skurril. Aber na gut. Ich hätte ihn wahrscheinlich eh nicht erlegen können, weil wir ihn hier irgendwo hin drängen müssen, wo er nicht wegkommt. Und das haben wir hier nicht wirklich. Na gut. Du bist eine Drachenfrucht. Können wir die Drachenfrucht kochen? Ja, können wir. Die essen wir doch gleich mal. Wir haben jetzt 40. 47. Okay. Drachenfrucht bringt also nicht so viel. Dann müssen halt die gerösteten Beeren auch noch hinhalten. So, die werden gleich mitgekocht. So. Ja, die 500 Forschungspunkte für die erweiterte Forschungsmaschine. Das ist echt ein Brocken. Zumal wir jetzt auch keine Grassohlen verfeuern wollen. Ein Punkt. Also ja, wir können immer wieder Kleinkram reinwerfen. Nee, nee. Ich probiere nochmal ganz kurz unseren Bart. Und den Rasierer und rasieren uns kurz. Das war jetzt nur ein Stück Bart. Na gut. Und gucken, ob es wirklich wieder nur 5 Punkte bringt. Ja. Na gut, 10 Punkte haben oder nicht haben. Vor allem, da es ja eine erneuerbare Ressource ist, sollte man nicht meckern. So, was haben wir da noch? Das ist noch ein Maiskolben, oder? Jo. Du warst hier. Maiskolben. Wir hatten auch irgendwo diese Granate gefunden. Also es hieß wie eine Granate, aber ich glaube, die ist im Feuer verkommen. Die lag hier irgendwo. Gut, dass die nicht explodiert ist. Was pinkt da immer? Achso, das Forschungsdingens. 12 Holz haben wir noch. Wir können schon mal vorarbeiten für die nächste Kiste. Oder etwas. Ah, wir sollten lieber erstmal Seil produzieren für die Rüstung. Also, 1, 2, 3. Und abspeichern. Ah, das nutze ich nochmal für einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder.